Willkommen zum zweiten Teil unseres Ballprogramms und wir kommen nun zu einer tollen Tanzshow. Ganz genau, und zwar ist das die Showgruppe Black Diamonds. Den Tanzsportverein Black Diamonds haben Sie schon auf einigen Dancer Against Cancers gesehen. Sie sind uns treu und kommen immer wieder. Das ist eine Tanztruppe aus Wien, die an verschiedenen nationalen, aber auch internationalen Meisterschaften im Showdance teilnimmt und teilgenommen hat. Gegründet wurden sie 2008 und sind, wie von Dance Against Cancer, auch aus der Showdance-Szene einfach nicht mehr wegzudenken. Also es heißt nur noch eines, viel Spaß mit den Black Diamonds! Let me hear you say, hey, Miss Carter. Say, hey, Miss Carter. Give me some. Lord, it's corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly in my cotton fresh. My daddy, Alabama. Mama, Louisiana. You mix that Negro with that Creole. My bag, swag. I got hot sauce in my bag, swag. Einen Riesenapplaus für Black Diamond!
Geht's euch gut? Na, das ist ja sehr viel Stimmung schon hier im Laden. Dann kann ja nichts Besseres passieren, als jetzt eine wunderbare, auf die wir alle gewartet haben, die Modenschau Fashion Against Cancer. Die liegt uns sehr am Herzen. Wir haben tolle Ausstatter, eine Haute Couture Show. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Es ist jetzt gleich ein Block dran, wo Sie nur Männer sehen werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was der Frau im Kleiderschrank das kleine Schwarze ist, sollte beim Herrn die Jeans sein. Also haben wir eine Modenschau der Gebrüder Stitch und es sind Jeans-Schneider. Musikalisch begleitet wird die Modenschau von Cyrus, dem Kunstpfeifer. Er ist derzeit in Vorbereitung auf die WM 2020 in Tokio. 2018 erreichte er bereits den 3. Platz in der Vorentscheidung der Weltmeisterschaft des Kunstpfeifens. Da bin ich jetzt sehr drauf gespannt. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit der Modenschau der Gebrüder Stitch und Cyrus. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Kannst du das? Nein, nicht einmal im Ansatz. Nein, im Ansatz hört sich das bei mir so an. Wie macht man sowas? Also erstmal ist es, man spürt so ein Kitzel im Bauch, dass einem das Pfeifen gut gefällt. Ich habe früher Geige gespielt und habe eine Methode finden müssen, die Musik weiterzuführen. Und habe dann gesehen, Kunstpfeife ist ein tatsächlicher Beruf und hatte die Vision, Kunstpfeifer zu werden und habe daran festgehalten und jetzt darf ich das machen. Und ja, also es macht sehr, sehr viel Spaß. Es gibt da zum Beispiel das oder und das spürt man hier? Den Visionansatz spürst du hier im Bauch. Riesenapplaus, bitteschön.
Also ich kann nur auf dem letzten Loch pfeifen. Ja, also im letzten Loch schaffe ich auch, aber Hochachtung, Hochachtung, ich hätte gar nicht so viel Spucke im Mund, die braucht man gar nicht. Ich glaube, mein Schwein pfeift, oder? Das geht ja, genau. Ja, genau. Sprüche könnten wir. Ja, Sprüche könnten wir, genau.